Hallo ihr Lieben, einen schönen guten Tag. Ich habe wieder richtig schöne neue Ideen im Video. Oh, ich glaube, ich bin heute irgendwie ein bisschen wuschelig. Aber nachdem ja einige gesagt haben, ich soll die Haare länger werden lassen, das ist jetzt der Preis dafür. Ja, ich habe irgendwie Lust auf Frühlingsputz, auf Umgestaltung. Und darum geht es in dem Video heute. So schöne Ideen. Aber im Detail zeige ich euch jetzt erstmal den Status quo und wo wir hinwollen. Erstmal zeige ich euch, ich habe was ganz tolle, ja, wunderschöne, dieses Mal Körbe auf Beinen gefunden. Und ich führe euch jetzt erstmal rum im Laden und zeige euch auch mal, wie der Status quo jetzt ist, weil dann seht ihr auch nachher so ein bisschen die Schritte, was wir machen. Weil mein Gedanke ist, ich hätte gerne so einen richtig schönen Eingang, wo meine Kunden durchschreiten, willkommen. Und links und rechts hätte ich gern diesen hübschen, ja, mit Champagner, muss man nicht vorne, kann man auch nach hinten drehen. Sind auch wieder jetzt Körbe, die ich auch versenden würde, aber die einfach edel sind. Und wenn die links und rechts im Eingangsbereich stehen, dann ist es schon mal einfach toll. Ja, dann sieht es irgendwie schick aus. Das ist mein erster Gedanke, dass sowas ja eine tolle Geschichte wäre. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es jetzt im Moment aussieht. Sonst könnt ihr ja gar nicht so einschätzen, welche Veränderungen wir durchmachen. Kommt mal mit. Heute also ein richtig schöner Februartag und ich zeige euch mal was Besonderes. Hier sieht man von meinem, ja, vor, wenn man vor meinem Laden steht, sieht man die Villa André. Hier ist auch mein Auto im Hof und wenn man jetzt in meinen Laden näher kommt, dann ist hier auch unser berühmter Holzstapel. Da habe ich auch das Video mal gemacht zu dem Holzstapel mit den beleuchteten Weinkisten. Das war jetzt alles toll, aber ich finde, der kann ein bisschen nach links weichen. Ja, ein bisschen weiter rüber und ich hätte gern einfach den Eingangsbereich so ein bisschen schöner gestaltet und da muss jetzt einfach ein Refresh her. Also das wird jetzt so eine Aufgabe, die wir morgen auf jeden Fall machen und auch wenn man reinkommt, ich hätte gern den Thekenbereich anders gestaltet, ja, obwohl das hier schon ganz schön ist. Und dann wollen wir jetzt eine ganz neue Ecke machen, ja, also alles hier neu für unsere Pflanzen. Da haben wir super Ideen und da werden wir uns auch morgen dran machen, weil ich hätte auch gern einen viel schöneren Hintergrund, weil manche Pflanzen, die wirken ja auch viel schöner mit einem tollen Hintergrund. Hier zum Beispiel eine Pachyra, ist auch eine richtig schöne Pflanze. Die Bocanea ist eh einer meiner Lieblinge, weil die so robust sind und so ausdauernd blühen. Aber diese hübschen Pflanzen, die sollen jetzt eine ganz neue, tolle Ecke bekommen. Da werden wir uns morgen mal ganz intensiv damit befassen. Und wir haben auch schon Akkuschrauber und Stichsäge und haben also ganz viele Sachen, die wir hier auf jeden Fall aktivieren wollen. Und was natürlich bleibt, ist der schöne Blumentisch, ja, mit all seinen tollen Blüten. Ja, aber wir machen uns erstmal ans Werk. Das war jetzt einfach die kleine Einführung und der Status quo. So, hier war also unsere Ladentheke. Die wird jetzt auseinandergenommen. Die Bretter sind hier sorgfältig schon gestapelt. Und unsere ganze Ladenmitte, die wird jetzt einfach neu gemacht. Aber wir müssen jetzt erstmal gründlich hier fegen und sauber machen. Und das neue Brett kommt auch gleich hoch, weil hier ist nämlich noch Weihnachten drunter. Wir haben uns jetzt hier eine stabile Rückwand gebaut, haben noch ein paar Querlatten schön gesägt und haben auch extra eine Pappe zurechtgeschnitten. So, das passt jetzt super zusammen. Wow, das ist echte Maßarbeit. Irre. So, und dann jetzt, das ist unser stabiler Hintergrund für unsere neue Pflanzenfläche.
Herzlich willkommen hereinspaziert bei Flowerstyle nach unserem Umstyling. Und falls jemand überlegt, seinen Eingang so herrschaftlich zu gestalten, nein, ich finde, das ist so ein richtig schöner Willkommensgruß, haben wir jetzt hier links und rechts einfach ein tolles Pflanzgefäß gestellt. Das ist jetzt also dieser Korb auf diesen Beinen. Das Champagner ließe sich sogar abmachen, wenn man das nicht so gern haben möchte. Und wir haben jetzt hier unsere Christrosen reingepflanzt und die sind in den Eimer gepflanzt. Ja, den Eimer. Ich bin jetzt hier heute allein, deswegen muss ich es jetzt so zeigen. Da ist jetzt einfach nur ein Eimer reingestellt. Das ist jetzt hier so ein kleiner schwarzer Eimer. Also ich würde diese Kübel auch auf Anfrage versenden. Und den Eimer, den würde ich euch natürlich auch dazu reinmachen, aber das ohne Aufpreis. Aber ich sage das nur, weil manche interessieren sich ja auch immer so dafür, selber bei sich zu Hause auch so einen schönen Eingang zu machen. Und das hat dann gleich immer so den Charakter von so einem wunderschönen Empfang. Ja, dann haben wir natürlich noch viel mehr umgestaltet. Ich mache mal hier die Tür zu, sonst fahren da Autos vorbei. Und wir haben jetzt einfach hier unser Schaufenster mit diesen schönen Seegraskörben dekoriert. Ja, haben das in Pink gehalten mit den Seegraskörben. Und auch bei den Seegraskörben ist eigentlich auch das Gleiche. Ich zeige es mal hier wieder. Ich habe hier wieder so einen Eimer. Man kann also relativ einfach so auch in so einen Eimer hier was pflanzen oder arrangieren. Und kann das dann in diesen Seegraskorb reinstellen. Also von diesen Seegraskorb-Sets habe ich auch noch welche zur Verfügung. Das sind dann, wenn ich die versende, das sind dann die drei Größen. Also der große, das ist der mittlere und das ist der kleine. Ja, und da passt also hervorragend dieser Eimer rein. Egal, ob das jetzt mit Tulpen dekoriert ist, so wie wir das hier gemacht haben. Da gibt es ja auch mal ein Video mit der Tulpendeko im Korb. Lässt sich natürlich auch wunderschön in den Seegraskörben machen. Und die Kunden kommen jetzt alle in den Laden und fragen nach den Tulpen. Die sind jetzt hier bei uns nur noch Deko, aber sie sind ein Traum, oder? Ja, Wahnsinn. So, und dann geht es hier natürlich weiter. Dann haben wir ein großes Umstyling gemacht. Und ich habe euch... Ja, Moment, ich mache jetzt erstmal... Ich gehe erstmal näher und mach mal hier das Licht an. Und da könnt ihr mal sehen, wow, da kann man mal den Unterschied sehen, was es für einen Unterschied macht, wenn man Grünpflanzen anleuchtet, ja, mit einer schönen Beleuchtung oder wenn das Licht nicht an ist. Und die wirken also ganz, ganz besonders schön. Ich mache mal beide Lichter an. Die wirken also ganz besonders schön vor einem bordeauxfarbenen Hintergrund. Wir haben hier einen wunderschönen Zimmerwein, Cissus. Ja, hier haben wir dann noch so eine Laterne reingemacht, die passend auch zu unserer Keramik. Und vielleicht fühlt sich auch mancher inspiriert im Wohnzimmer. Und wir haben das jetzt auf einen Rahmen gespannt, im Wohnzimmer einen bordeauxfarbenen Hintergrund zu wählen. Und wenn es auch nur ein Streifen ist, in ein Regal zu machen, die Pflanzen schön anzuleuchten und dann so einen hübschen Seegraskorb aufs Regal zu stellen und da eben eine Pflanze zu legen, ja, oder eben auch eine Pflanze zu stellen. Und ich habe hier auch einfach auf Amazon diese Stehleuchten gekauft. Ich kann euch gerne nochmal diesen Amazon-Bestelllink reinmachen in die Beschreibung, weil die waren tatsächlich relativ günstig. Und ja, und dann erzielt man schon eigentlich so eine tolle Wirkung mit relativ einfachen Mitteln. Ja, das ist einer der Punkte unseres Umstylings vom Laden. Und es gibt noch einen letzten. Ich drehe mich mal hier. Wir haben unsere ganze Theke umgebaut. Und hier, passend zu unserem Regal mit unseren Karten, also Glückwunschkarten, die wir hier stehen haben, haben wir jetzt unsere Theke. Die ist jetzt so richtig verschlankt und hübsch. Und da haben wir jetzt auch Weinkisten genommen.
Aber das sind jetzt wirklich diese Holzkisten vom Wein. Natürlich zwei identische. Dann haben wir eine Kiste hier offen gelassen. Da stellen wir auch immer eine schöne Pflanze rein, die ein bisschen hängt, wie hier in dem Beispiel ein Efeu. Oder was auch sehr schön ist als Zimmerpflanze, ist ein Rhipsalis. Ja, und wenn der dann länger wird, dann fließt der so schön runter. Und dann haben wir ein schönes, dann hatte ich natürlich noch ein richtig tolles Thekenbrett, ja, das auch gar nicht so groß ist. Dann haben wir ein Thekenbrett genommen und haben hier ein ganz kleines, feines, das hat jetzt nur 30 Zentimeter, aber das ist so mit einer schönen Baumkante. Das ist so ein richtig edles Holz, ja, ein ganz wertiges. Und dann, das haben wir als Thekenbrett genommen. Aber ich finde auch diese Idee, sich ein Regal zu bauen mit den Weinkisten und die Öffnungen zu nutzen mit einer hübschen Zimmerpflanze. Man könnte auch in eine andere Öffnung zum Beispiel so eine Holzschublade stellen. Ja, das ist dann so ein bisschen Retro und Retro ist ja auch in. Und dann eben passende Pflanzen, die Retro sind. Man kann auch Pflanzen in so schönen Leinensäckchen einstellen, ja, zum Beispiel. Also das alles so als gestalterische Ideen. Und wir hatten hier wirklich sehr viel Spaß gestern und fanden das auch sehr, sehr unterhaltsam. Und wir haben auch zu dritt so richtig gearbeitet und freuen uns auch total über diese komplett neue Optik unseres kleinen, feinen Ladens. Und also auch schon die Begrüßung, das Schaufenster, unsere Pflanzen, die in der Auswahl ganz neu dastehen und unsere kleine Theke. Also willkommen bei Flowerstyle. Wir freuen uns auf jeden Besucher und ich freue mich auch über jeden, der die Videos guckt. Ihr Lieben, jetzt drehe ich noch mal das iPhone um. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, schicke euch ganz liebe Grüße und freue mich wie immer, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis bald von eurer Margit. Tschüss!